Wenn Freundinnen sich treffen, auf einen magischen Espresso kommt es manchmal anders als geplant. harmoniebedürftig und ich würde lieber runterschlucken, als irgendwie Nein zu sagen, aber Der zu tun hat mit meiner Eigenliebe, wie viel Zeit räume ich mir jetzt überhaupt in dieser Zeit noch ein? Und hallo und herzlich willkommen zum magischen Espresso. Liebe Nina, ich heiße dich herzlich willkommen und freue mich, dass du heute mit mir im magischen Espresso dabei bist. vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut, dass wir das zusammen angehen, dieses tolle Projekt, und dass ich heute bei dir sein darf. Sehr schön. Ich habe mir heute Morgen tatsächlich einen Espresso frisch gemacht. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, nee, ist mir zu früh, aber heute brauche ich den so ein bisschen tatsächlich wie mein Ritual. Also Schlückchen. Große Tasse gefüllt, aber ich nehme auch einen. Nee, der kleine reicht mir. Haben uns im Vorspann, sag ich mal, ja schon mal ganz kurz ausgetauscht über was gerade aktuell so mit uns und unseren Kindern los ist. Und ja, das Thema Selbstwert, ne? Selbstliebe, also für uns als Frauen und was es auch mit uns macht, wenn wir halt zum Beispiel unseren Kindern Regeln, Grenzen setzen. Also ich finde das oft sehr schmerzvoll, weil ich möchte gar nicht so streng sein. Ich bin ein absolut harmoniebedürftiger Mensch. Also, ne, es wäre mir eigentlich lieber, es würde eine andere Person sagen, hey, hallo, so geht das nicht, ne? Anstatt selbst zu sagen, so mein Schatz, also so funktioniert das nicht. Und ich bin die Erwachsene. Ich kann das vorausschauend schon erkennen, was hier passiert oder auf welchem Weg du bist. Da hast du ja gerade aktuell auch so dein Thema. Ja, absolut. Also ich finde es tatsächlich ein sehr großes Thema, vor allem so ohne Partner, weißt du? So kannst du immer ganz gut auf die Männer zurückgreifen, die dann einfach auch manchmal, mache ich auch tatsächlich, rufe meinen Ex-Mann tatsächlich sehr oft an und sage so, jetzt redest du mit ihm, ich kann nicht mehr. Macht er auch ganz toll. Aber es ist wirklich so eine Gratwanderung, weißt du? Wie du auch sagst, ich bin total harmoniebedürftig. Und ich würde lieber runterschlucken, als irgendwie Nein zu sagen. Aber ich merke immer mehr, dass die Kinder einfach diese Grenzen brauchen und dass ich nicht immer die beste Freundin sein kann, sondern als Mutter leider halt auch mal der Feldwebel sein muss. Und das fällt mir schon sehr schwer. Merke aber dann im Nachgang, dass es eigentlich der bessere Weg ist, auch wenn es im Moment viel mehr Kraftaufwand ist. Ja, ich glaube auch, dass sich halt viel verändert hat, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke. Ich bin ja auch ein bisschen älter noch als du. Also meine Erziehung, ne, und so Sachen waren auch schon einen Tick anders. Da war einfach dieses Rollenverhältnis Eltern-Kinder irgendwie klarer. Heute ist in meinen Augen ganz viel so, wir wollen auf beste Freunde-Ebene sein. Und in dieser Ebene ist es für mich als Mama schwer. Aber ich glaube auch für Kinder schwerer, weil meine Kinder sind 8 Jahre auseinander. Also auch da habe ich schon voll den Unterschied gemerkt von meinem Entwicklungsprozess her, welche Heilung, sag ich mal, ich auch mit meinem inneren Kind schon haben konnte und durfte, um einfach mehr Klarheit jetzt auch zu haben und da den roten Faden, an dem so ein Kind sich langhangeln kann, festhalten kann, das ist ja eine Sicherheitsschnur eigentlich, viel besser zurechtkommt. Als wenn ich immer versuche und so, hey, komm, und musst du doch verstehen und ich weiß nicht was. Und manchmal gehören halt Schritte dazu wie, okay, ich schalte WLAN aus. Ja, So. tatsächlich so. Ja, ich muss das auch sagen. Also ich war ja Mitte 20 bei meinem Ältesten und jetzt mit Ende 30, ich will es gar nicht aussprechen. Es ist einfach anders, ja. Ich bin viel klarer auch mit dem, was ich will und wo ich hingehe. Und ich gebe halt auch total viel für unser Leben und erwarte dann natürlich auch ein Stück weit, dass das andere funktioniert. Und das ist natürlich dann auch mit Frustration und Wut verbunden, wenn es eben nicht funktioniert. Aber wie du sagst, es hat sich so gewandelt. Also ich denke mir so oft, dass hätte ich mir nicht erlaubt. Ja, ich hatte furchtbar Respekt vor meinem Vater. Auch wenn der alles für mich gemacht hat, war das trotzdem so, das kann ich nicht machen. Ja, also man sagt mir so gerne, ich hätte schon längst eine gefangen. Ich glaube nie, dass er das jemals gemacht hat. Also ich kann mich nicht erinnern. Aber es war immer so dieses,
okay, wenn du jetzt einen Schritt weiter gehst, das überlebst du nicht, ja? Und die Kinder heutzutage, was ist es denen völlig egal? Also dann kommen sie dann, ja, dann rufe ich ja die Polizei, das darfst du ja eh nicht, ja? Würdest du ja eh nicht machen, aber ich weiß nicht, der Respekt ist gar nicht mehr so da, oder? Genau, also ich habe auch nie irgendwie so zu Hause jetzt Schläge oder ne, so sonstige Dinge erfahren und so, aber es war immer so ein Gefühl von, okay, bisher und nicht weiter. Also wenn du diese Grenze überschreitest, dann ne, wird es irgendwie arg. Und meine Kinder haben zwar auch, dass sie, sag ich mal, ja, ziemlich, sag ich mal, vertrauen auf das, was ich sage, was sich als Konsequenz, sag ich mal, zeigen wird, wenn bestimmte Dinge, die ich mir für sie wünsche, Computer zum Beispiel, ne, ist wahrscheinlich aktuelles Thema, gerade noch potenziert durch diese ganze Corona-Zeit, weil Kinder nur noch zu Hause sind, wenig rausgehen und diese Gratwanderung halt zu schaffen, okay, wie viel Zeit räume ich denen ein aus der aktuellen Situation heraus, wo muss ich aber auch irgendwo wieder sagen, hey, komm, geht nicht, weil Schule fällt gerade hinten raus, das ganze Sozialleben innerhalb der Familie bricht auseinander und ne, so solche Sachen und wann stecke ich den Stecker raus oder ne, schalte den Schalter um und so. Und wenn das bei uns, glaube ich, jemand gemacht hätte, dann hätten wir tief durchgeatmet und gedacht, okay, unter der Teppichkante ins Wohnzimmer, aber nicht so dieses so, wow, hast du das WLAN ausgeschaltet und wie kannst du nur, ne? Nee. Also da ist auch, ich glaube einfach, dass Kinder sich heute viel mehr auch trauen, ihren Gefühlen Ausdruck zu geben. Und uns natürlich auch zu sagen, was sie denken und was sie fühlen in dem Moment. Ja, was zum einen eigentlich auch gut ist. Ich meine, wir sind schon noch in der Unterdrückergesellschaft aufgewachsen. Richtig. Also unsere Eltern ja noch viel mehr wie wir. Aber auch, ja, also wenn ich geweint habe, haben wir gesagt, blär jetzt nicht, fertig, dann war das Thema durch. Ja, da hat einem niemand in den Arm genommen und gesagt, ja, ist jetzt gut, ich verstehe, dass du traurig bist, wie auch immer. Also es ist eigentlich schon wichtig, dass sie diese Gefühle auch ausdrücken dürfen. Ja. Und ich glaube, da im Rückkehrschluss als Mutter oder als Eltern, das nicht persönlich zu nehmen. Ja, es ist letztendlich, wie wenn das Kind dich im Sandkasten mit Sand bewirft. Ja, du würdest auch nicht zurückwerfen, du würdest auch da sitzen und sagen, ja, ist jetzt okay. Und so sind auch diese Wutanfälle, dass wir einfach das uns rausnehmen und sagen, okay, gut, ist zwar jetzt nicht angebracht und ist auch nicht in Ordnung für mich, was er jetzt gerade sagt oder tut, aber es ist nicht persönlich, weil ich glaube, diese Wut, die sich auch angestaut hat über die letzten 2 Jahre und ich glaube, gerade für die Kinder ist es nochmal, also für alle natürlich, aber eine riesen Herausforderung, raus aus dem sozialen Leben, ja, alles, was da gerade so passiert, auch an psychischer Komponente, ja, dann ist Fußballtraining, dann ist wieder nichts wochenlang, dann darf man sich nicht treffen, dann darf man sich doch treffen, dann, ja, und das alles ist einfach eine riesen Herausforderung und ich finde es schwierig zu sagen, okay, ich weiß, du hast im Moment nichts anderes, außer Computer und die Spiele und diese virtuelle Welt, aber wo verlierst du dich auch gerade drin, ja, wo ist die Grenze und ich weiß, dass viele einfach auch 30 Minuten einstellen oder eine Stunde, ich bin da eher auf der Vertrauensebene, wobei ich sagen muss, ich verliere auch den Überblick bei 4 Kindern, wer wie lang wo jetzt gerade sorgt, ja, und ich finde, eine halbe Stunde ist ja auch gleich rum, ja, bis die sich eingewählt haben, ist das Ding auch schon wieder durch. Also es ist wirklich eine sehr herausfordernde Zeit im Moment, finde ich. Ich glaube aber auch für uns Mütter oder auch für Väter, die ja auch alleinerziehend sein können zum Beispiel, dieses, wie manage ich das alles zu Hause? Weil in dem Moment, wo ich sage, okay, es wird begrenzt auf 30 Minuten, habe ich entweder die Erwartungshaltung, mein Kind muss sich jetzt alleine beschäftigen mit irgendetwas, oder bin ich als Elternteil gefordert, halt eine Lücke zu füllen, die sich jetzt auftut, weil ich das ja begrenzt habe. Das heißt ja auch, meine Ressourcen sind ja irgendwann am Limit. Und ich weiß, dass ich das, als meine Tochter ganz klein war, also wirklich noch klein war, da hatten wir eine riesen Herausforderung, weil mein Mann ganz schwer krank war. Der Große, sag ich mal, war ja dann auch noch da und so, dass ich die ganz oft zeitweise vor dem Fernseher deponiert habe, weil ich gedacht habe, okay, dann kann ich mich auf das eine konzentrieren oder ich habe Zeit für den Großen, weil einfach niemand anders da war. Es waren keine Großeltern da, keine Tanten und Onkel in der Nähe, die unterstützen konnten und helfen konnten.
Und das kennst du ja mit vier Kindern. Total aus der Seele. Ja. Ja. Das kann dann ich meine, wir waren jetzt eine Woche in Quarantäne. Ich bin hier alleine. Was mache ich? Ich muss mit den Großen lernen. Da war teilweise ein neues Thema. Dann muss ich die Kleinen irgendwo parken. Weil mit zwei Fünfjährigen, die frei spielen, kannst du keine Hausaufgaben machen. Das funktioniert nicht. Und aber auch andersrum, dann habe ich irgendwann, gab es Geräteverbot für den Großen. Ja, dann war der aber nicht mehr in seinem Zimmer, sondern plötzlich wieder im Alltag. Dann hatte ich da vier, die sich gegenseitig hochgeschaukelt haben, wo ich vorher nur drei hatte, die schön miteinander gespielt haben. Also ich bin gerade echt an meinem Limit, wie du es auch gerade sagst, wo ich so denke, okay, und wo? Ich weiß es gerade auch nicht. Hast du auch das Gefühl, dass es auch, ich meine, du hast ja auch deine Kinder, ich sag mal, die Kleinen sind jetzt 5, der Große, hast du gesagt, ist 12 oder wird 12? Ne? Ja. Also so dieser Altersunterschied, sag ich mal, dieses, okay, ich finde, von Kind zu Kind entwickelt man sich ja auch weiter. Ne? Also das, was bei mir, bei dem Ersten alles noch so, das hatten wir in dem vorigen Magischen Espresso, glaube ich, auch dieses so Konditionierte, was stülpe ich, weil ich es von der Gesellschaft irgendwie so angenommen habe, halt drüber. Und was habe ich für mich dann verändert? Und jetzt nochmal speziell durch diese ganze Corona-Geschichte, glaube ich, kommen wir ja selber auch ganz viel an unsere eigenen Themen. Was mit meinem eigenen, ne, selbst sei es, parke ich meine Kinder jetzt eine halbe Stunde vorm Fernseher, weil ich jetzt in die Badewanne gehen möchte. Ne? Da ist ja dann auch immer dieses so, ja nein, die gucken zu viel Fernseher, die sind zu viel vor dem PC oder die sind, keine Ahnung, musste ich mir damals auch anhören, so nach dem Motto, ja, aber kannst die doch nicht. Und ich so, ja, kann ich jetzt, weil es geht nicht anders. Ne? Ja. Also beim Ersten, ich war absoluter Fernsehgegner. Ich meine, ich bin Ergotherapeutin, ich habe viel gesehen an Kindern, die motorische Defizite haben, weil sie nur vorm Fernseher sitzen zum Beispiel. Muss nicht unbedingt der einzigste Grund sein, aber es war oft so. Und ich so, okay, dieses Kind guckt kein Fernsehen. Dieses Kind wird nicht reizüberflutet. Dieses Kind, ja, ich habe nur mit ihm gespielt, den ganzen Tag. Ich habe mir keine Zeit für mich eingeräumt. Ich habe nichts für mich getan in dieser Zeit. So, dann kam die Clara ja relativ schnell danach, die ist ja nur 18 Monate jünger. Heißt natürlich, nach 10 Monaten ich wieder schwanger gewesen, dachte aber, ich muss dann wieder arbeiten, wenn das Kind ein Jahr alt ist, ja, weil das muss man ja. Dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten, war aber gleichzeitig auch schwanger. Also es war eigentlich, würde ich nie mehr so machen, ja. Und bei den Dritten sage ich jetzt, weil es sind ja Zwillinge, für mich war von vornherein klar, ich werde 3 Jahre zu Hause bleiben. Ich werde für die Kinder da sein, ich werde die nirgendwo abschieben, ich werde die auch nicht Oma und Opa aufdrücken. Ich meine, es war bei den Großen damals auch möglich. Vielleicht als Freizeit, aber nicht, weil es Pflicht ist, jeden Montag und Mittwoch, weil Mama ist arbeiten. Ja? Und es hat mir so wehgetan, die Großen damals, weil ich arbeiten musste nach der Trennung, ganztags in den Kindergarten zu gehen. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, bis ich dachte mir, ich hocke hier rum und arbeite für wenig Geld und meine Kinder müssen fremdbetreut werden. Das stimmt hier nicht. Mhm. Ja? Dafür habe ich es nicht bekommen. Und dann habe ich immer die Wochenende durchgearbeitet, habe bedient, damit ich irgendwie das ausgeglichen bringe. Und es war mir klar, bei dem Kleinen, das wird mir so nicht passieren. Und da muss ich sagen, habe ich mich dann aber auch selbst auf den Weg gemacht, weil ich gemerkt habe, ich komme so an die Grenzen, ich muss anfangen. Und dann kam ich ja letztendlich auch so zur Spiritualität, dass ich überhaupt mal angefangen habe, auf mich zu hören, zu meditieren, in mich zu schauen, meinen ganzen Bullshit aufzuräumen, was noch hinter mir lag, was mir immer im Nacken saß. Und wirklich auch, ich weiß noch damals so, ja, mach 10 Minuten am Tag was für dich. Und ich dachte, was? 10 Minuten? Wie soll ich denn das machen? Ja, heutzutage ist für mich das völlig klar, dass mindestens eine Stunde mir gehört. Und ich bin da auch echt offen zu sagen, hey, ihr guckt jetzt die Sendung, ich bin oben meditieren oder hier in meinem Raum oder ich laufe jetzt auch mal eine Runde kurz spazieren, ich habe ein Handy dabei, ihr könnt mich anrufen. Ja. Ich nehme mir das einfach raus, weil ich weiß, wenn ich in die Frustration komme, ist es hier kein Spaß mehr, weil ich übertrage das auf alle anderen. Und wenn ich gut drauf bin, das wissen meine Kinder auch, dann läuft das einfach anders. Und dann finde ich, muss man einfach die Waagschale halten. Okay, wir spielen jetzt zusammen dieses Spiel und dann hat Mama Zeit für sich und ihr habt einfach Kinderzeit. Und ich finde, so funktioniert es auch gut.
Also ich finde, man muss nicht immer präsent sein. Ich glaube, das ist so beim ersten, denkt man ja, man muss immer da sein. Aber man nimmt ihnen auch viel Selbstständigkeit. Die Kleinen, die sind so selbstständig, das ist unglaublich. Die warten auch nicht, ja, die rufen auch nicht, die machen einfach. Ich weiß noch, einmal im Sommer, wir waren draußen und ich denke auf einmal, ich höre irgendwie, höre ich irgendwas brutzeln? Gehe ich rein, hat der Jüngste mit 3 anfangen, Schnitzel zu braten. Okay. Was machst du denn? Ich habe Hunger und ich, ja, könntest du vielleicht mal was sagen? Ja. Und ich denke, dass wir einfach da uns auch zurücknehmen dürfen und sagen, hey, ich habe jetzt Me-Time und ihr seid für euch mal kurz zuständig. Und was ich da auch ganz wichtig finde, das sage ich auch immer meinen Mamis so im Kurs, was lebst du deinem Kind vor? Mhm. Weißt du, lebst du vor, du bist hier das Opfer, du musst nonstop präsent sein, du musst immer da sein. Oder lebst du vor, hey, ich habe auch Selbstliebe und jetzt bin ich mal für mich da und ich ziehe mich jetzt zurück, aber ihr dürft es auch. Und ich finde, das nimmt nochmal eine ganz andere Form der Familienkonstellation ein, wenn jeder weiß, er darf sich seinen Raum nehmen. So wertvoll. Das können wir vorleben. Ja, so wertvoll. Und also bei mir hat sich es auch tatsächlich mit dem ja, Erleben und Einlassen aus Spiritualität nochmal ganz groß geschiftet, also hat sich nochmal verändert. Und wie du schon sagtest, so dieses, wenn du gut drauf bist, dann kannst du auch mit den Kindern anders agieren, dann ist die Gesamtstimmung zu Hause besser. Und ich vergleiche es auch gerne mal mit so einem Auto, wenn du das nicht tankst, dann fährt es irgendwann nicht mehr. Und wenn du nicht für dich als Frau sorgst, und das heißt nicht nur, okay, ich esse und ich trinke was und weiß ich habe meine, wenn ich Glück habe, 6 Stunden Schlaf, sondern dass ich was getan habe, was mich erfüllt, was mir gut tut, dann kann ich auch in vielen Alltagssituationen viel entspannter, viel gelassener reagieren und auch mal sagen, ach komm, okay, na so, dann ja, brutzeln wir jetzt, weiß ich, Schnitzel um 11 statt mir das um 1. So. Ja. Na, ja. Ich finde auch, ich habe das bei Veit Lindau, bei Genesis gelesen und ich finde, das hat mich auch noch so bestärkt. Sei deiner Töchter, also zeig deinen Töchtern, dass du die, also diese Königin, ja, mhm. dass sie das auch weiterleben können und leb nicht dieses Opferdasein vor, ja, weil die gehen ja in die gleiche Rolle erstmal, bis sie sich selbst gefunden haben. Und was lebst du da vor? Und das hat mich so bewegt auch nochmal. Und bei uns ist es immer so, für alle Marvel-Fans, wenn ich sage mal, Mami muss meditieren und die Kinder, ja, sonst wird sie zum Hulk. Ja. Ich muss jetzt kurz Pause, sonst wird sie zum Hulk. Ja, richtig gut. Und ich finde es auch schön, das Beispiel, was du gebracht hast, dieses so, was lebe ich meinen Töchtern vor? Und gleichzeitig hat sich aber auch für mich irgendwann die Frage gestellt, okay, welches Frauenbild vermittle ich meinem Sohn? Was hat der das Gefühl, wie sollte eine Frau sich verhalten sein? Ne, so, weil das prägst du ja auch. Unbedingt, ja. Ja, klar. Nicht nur den Töchtern, ich denke halt auch die Jungs, kann nicht auf der Couch sitzen, die Mama rennt die ganze Zeit und bringt alles. Oder sollte ich auch mal ein bisschen mithelfen und ich beziehe sie natürlich ein, geht ja auch nicht anders zu fünft in einem Haushalt. Mhm. Aber ja, ich finde es unheimlich wichtig, dass sie auch ihre Aufgaben haben und dass sie einfach auch wissen, okay, hier ist jetzt auch mal Grenze. Und was ich da auch noch so einen Schlüssel finde, ich war oft so, dass ich schnell in eine Wut kam und mittlerweile versuche ich einfach zunehmend zu sagen, hey, über meine Gefühle zu sprechen. Ich bin jetzt hier auch mal gerade an meinen Grenzen und ich kann jetzt gerade nicht mehr. Aber nicht erst warten, bis der Karren verfahren ist, sagt man bei uns, sondern wirklich rechtzeitig auch sagen, ich brauche jetzt echt mal Zeit für mich oder ja. Das tut mir gerade nicht gut oder so wünsche ich mir das nicht, so bin ich nicht glücklich. Und das sind meine dann auch ganz schnell, dass sie dann sagen, Mami, leg du dich in die Badewanne, wir machen das schon. Und dann räumen wir die Küche auf und so. Also finde ich total schön, dass sie das mittlerweile so gelernt haben, dass ich auch nicht immer funktionieren kann. Und ich finde es auch wichtig, dass sie auch lernen, hey, es gibt Grenzen und ich darf auch Nein sagen. Ja, also ich muss nicht immer geben, 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 was natürlich auch schön ist. Aber irgendwo darf ich auch mal sagen, hey, ich kann jetzt einfach hier gerade nicht. Genau. Ja, und das eben. Gerade in dieser schnelllebigen Welt und dieser Druck im Schulsystem finde ich es noch wichtiger zu sagen, hey,
du machst jetzt das und jetzt machen wir Pause, jetzt gehen wir erstmal raus. Richtig. Zu lernen, wirklich, hier ist jetzt erstmal fertig. Genau. Und nochmal auf diese Rollenbilder auch eben so, dass ein Mädchen, sage ich mal, auch ja schon früh lernt, okay, ich darf mir das erlauben, der Rest kann trotzdem funktionieren. Und dass auch ein Junge halt erkennt, okay, es ist ganz wichtig, dass meine Frau oder meine Freundin ihre Bedürfnisse mit mir teilt, sagt, was sie gerade braucht und was ihr gerade wichtig ist. Und dann weiß ich aber aus meiner Erfahrung von zu Hause, ja, es ist vollkommen okay, dass die jetzt sagt, ganz ehrlich, ich brauche eine Auszeit und das hat nichts mit mir zu tun, dass sie mich nicht liebt, weil wir kommen ja immer wieder an unseren Kern, ne? Dass sowas verletzt mich und so solche Dinge, fühle ich mich gerade zurückgewiesen und so. Also da, ja, richtig, richtig schön, Nina. Ich finde, wir haben ein ganz, ganz tolles Thema aufgegriffen hier. Und ich glaube, wir könnten auch noch stundenlang weitermachen. Ich würde jetzt wahrscheinlich, ja, gerne den letzten Schluck hier mit dir trinken und mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese richtig tolle Special-Runde zum Thema Mama, Kinder und alles, was dazu gehört. Und freue mich schon auf den nächsten Espresso mit dir. Sehr gerne, sehr gerne. Ich hätte jetzt noch 1000 Sachen, die ich sagen könnte. Wir könnten, genau, wir machen weiter. Sicherlich weitere Folgen. Genau. Danke, Indira, es war wirklich sehr schön mit dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.